also hier eine Presse mit einer 2,30 Meter Breite. Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, wir stehen hier auf dem K-Stand und wir haben heute die Premiere von unserer Rundballimpresse RB 456 HD Pro. Eine Rundballimpresse für den gehobenen Anspruch im Lohnunternehmerbereich. Das heißt also, das erste Mal zu sehen, eine Maschine in 6 verschiedenen Varianten bis 1,65 Meter oder bis 1,90 Meter. Komplette Neuentwicklung und rundet das K-Rundballenprogramm von oben nochmal an. Wenn wir einmal kurz die Seitenverkleidung aufmachen, sieht man, die Maschine hat komplett neue, verstärkte Antriebe drin. Es ist eine komplette neue Weiterentwicklung. Und speziell für einen Lohnunternehmer, Landwirt, Agrargenossenschaft, wo es auf hohe Durchsatzleistung ankommt, dass ich wirklich eine Maschine habe mit hohen Pressdichten, tauglich für Silage, für Heu und für Stroh. Messergruppenschaltung verbaut, bis zu 25 Messer, Messergruppenschaltung über das Traktorterminal und natürlich TIM-System, was bei der Maschine auch verfügbar ist. Das sind also ein paar Highlights. Groß bereift mit einer bis zu 620er Bereifung, was wir sehen. Reifendruckregelanlage, Zentralschmierung, alles, was das Herz begehrt, hat die Maschine verbaut. Und da steht sie. Unsere Premiere geht jetzt in den Einsatz. Als Vertreter ist dann die Maschine mit 1,65 Meter Ballemaß und hat eine große Schwester mit 1,90 Meter. Eine Maschine mit allen Kriterien. Besonders auffallend sind die hochfesten Lager an der Stelle. Wirklich massive Bauweise. Auch neu hydraulische Messersicherung. Messer ein- und ausschwenken. An der Stelle natürlich übers Terminal Messergruppenschaltung. Auch spektakulär, dass ich natürlich auch hier an der Stelle nicht nur, dass ich eine Zentralschmierung der Ketten habe, der Lager habe, sondern auch Einstelllehren da habe, wie beispielsweise hier für die Ketten. Das sehen wir hier an der Maschine. Mit 2,30 Meter Pickup für breiteste Schwaden ausgelegt, 5 Zinkenträger, gesteuerte Kurvenbahn. Und das sind natürlich ein paar spektakuläre Merkmale. Verfügbar wird die Maschine in der Preisliste stehen ab Juli. Die Maschine geht in Einsatz für jeden, natürlich auch vorher anzugucken, und verfügbar ab dem Herbst 2022.